Hey Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Ihr seht es mit Sicherheit schon, ich wiederhole eine Mission und woran liegt das genau? Ich kann euch das ganz genau erklären. Ich hatte vor dem Urlaub, hatte ich am 21.01. noch eine Aufnahme getätigt, und zwar waren wir am Ende von Sequenz 8, hatten die geschafft gehabt, und dann waren wir dann in Sequenz 9. Ihr seht, ich habe diese ganzen Aufgaben schon geschafft. Das Problem ist aber, dass die Aufnahme irgendwie verschwunden ist. Deswegen machen wir einfach diese Mission nochmal, und ich denke mal, so schlimm ist das aber auch nicht. Deswegen legen wir auch gleich mal los, und wir starten genau jetzt. Ich hoffe mal, ich kriege das hin, dass endlich auch wieder der Ingame-Sound laut genug ist, weil es hatten sich einige beschwert, dass sie ja überhaupt nichts verstehen, dass sie die Lautsprecher ganz laut drehen müssen, und ja, das wollte ich natürlich ändern. Ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man dann halt auch verschiedene Einstellungen für verschiedene Spiele hat, weil jedes Spiel unterschiedlich laut ist. Connor, etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Gut, dann werden wir diese Mission mal machen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach so. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt hier runterkommen. Da hinten haben wir, ich glaube, Washington war das sogar. Ja, und dann werden wir uns mal ein Pferdchen schnappen und dann reiten wir mal in die Richtung. Helft mir, meine Freunde. Nein, es wird dir keiner helfen. Du bist hier ganz alleine auf dieser Welt. Ja. Ist auch wieder ganz cool gemacht, eigentlich. Aber ich will euch halt noch nichts vorwegnehmen. Ihr werdet nämlich schon von ganz alleine sehen, was hier so los ist. Stimmt, vom Pferd aus brauchen wir gar nicht angreifen. Habt ihr es übrigens mitbekommen, dass ich einen neuen Kanal gestartet habe? Den ich ab dem 15. Du Scheiße. Den ich ab dem 15. Februar in Betrieb nehmen werde. Es gibt jetzt nämlich den Kanal DJ BNY Reloaded, alles zusammengeschrieben. Und da werde ich dann ab dem 15. Februar nochmal komplett von vorne beginnen. Und warum das so ist, solltet ihr eigentlich mitbekommen haben, wenn ihr schon länger dabei seid. Hört auf, mich zu verfolgen. Hört auf, mich zu verfolgen. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. So. Ist übrigens eine ganz interessante Mission. Hallo, ich bin mit Typen.
Wir werden übrigens mal die Waffe wechseln, weil wir sind schon ewig nicht mehr mit dem Schwert unterwegs gewesen. Wird mal wieder Zeit. Uah. Batz, Freunde. Ach du Scheiße. Jetzt sollten wir natürlich gucken, dass wir am Leben bleiben. Dass wir am Leben bleiben und dass wir den Jungs eventuell sogar entkommen. Nee, der neue Kanal ist deswegen, weil ich ja ein deaktiviertes Google AdSense Konto habe aufgrund angeblicher ungültiger Klicks und da Google auf die Einsprüche überhaupt gar nicht eingeht und die jedes Mal ablehnt, habe ich gedacht, bevor ich gar kein Partner mehr werden kann, dass ich es halt einfach mit einem neuen Kanal nochmal versuche, weil es kann nicht sein. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6 oder gar mehr Anfragen von YouTube-Partnernetzwerken bekommen und jedes Mal mussten die mir in letzter Sekunde eine Absage erteilen aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dieses deaktivierten AdSense-Kontos. Hätte ich kein Google AdSense-Konto gehabt, wäre es kein Problem gewesen. Da ich aber eins hatte und schon mal auf eigene Faust versucht habe, Werbung einzubinden in meine Videos und all so ein Scheiß, ist das natürlich so, dass ich da jetzt ein Problem habe. Mit diesem Kanal. So, und wir sind jetzt hier in dieser Kirche. Und treffen gleich auf einen alten Bekannten. Vater. Connor. Ein letztes Wort? Vater. Eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen, Städte zu plündern, den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey... George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Okay. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Gut, wir werden die Hinweise untersuchen.
Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Schnee hat die Spuren bedeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Ja, dann werden wir ihn mal verfolgen. Wir müssen ihn natürlich nicht töten. Zack. Das ging sehr, sehr schnell. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn. Okay. Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churps Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Jo, typisch Väter. Tu einfach, was ich sage. Mach einfach. Schlampe. Ja, so ist es. Okidoki. Sie sind jetzt inkognito. Jetzt aber nicht, schon wieder nicht mehr. Die Ausbeute war gut diesmal. Hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Hi, Church wird sich freuen und wir werden reich. So, was sind denn die Aufgaben? Bei der Verfolgung des Konvois nicht im Heulkarren verstecken. Unbemerkt eliminierte Lagerwachen. Ach, das ist auch schön. Reichweite des Ziels bleiben natürlich. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemanden. Die Krone gewinnt am Ende noch. All dieses Leben. Scheiße. Oh. Hätte ich mal ein bisschen vorsichtiger sein müssen, aber egal. Was soll's. Wir machen das einfach nochmal. Wir haben die Mission ja eh schon geschafft. Es ist nur für euch, damit ihr halt auch die Zusammenhänge der darauffolgenden Missionen ein wenig kapiert. Ist das die versteckte Klinge? Ja, ist sie. Okay. Die Ausbeute war gut diesmal. Hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Hi, Church wird sich freuen und wir werden gleich. Ja, ich weiß, wir müssen in Reichweite des Ziels bleiben. Das hat sich bis jetzt noch nicht geändert.
Hallo, du kannst mich gar nicht sehen. Wollte doch gerade sagen, ja. Guckt euch mal den Hampelmann da an, der da so komisch durch den Schnee spastet. Ah. Ich bring den Wagen weg. Ja, dann bring mal den Wagen weg, mein Freund. Und das mal nicht das Letzte ist, was du tust. Lagermittel bei dem Baum. Nicht zu übersehen. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Okidoki.